Oh, Winter Wonderland. Ja, langsam kommt immer mehr Schnee. Ich muss dann auch langsam aufpassen, wie ich lang laufe. Weil beim letzten Mal, weil im letzten Jahr hatte ich das Problem, dass jemand meinen Spuren hinterhergegangen ist und eine Kamera gefunden hat und die auch mitgenommen hat. Gehen wir hier rein. Ich hoffe doch, dass es in der Nacht noch mal schneit und meine Spuren dann weg sind. Ich bin gerade auf dem Weg zu der Eisiger. Mal gucken. Habe ich mir natürlich einen geilen Weg ausgesucht. So, da ist sie, da unten. Und guck erst mal nach, was da drauf ist.
So, auf der Eisiger, da waren jetzt nicht ganz so viele Aufnahmen drauf, aber es waren ein paar Aufnahmen da drauf. Die Kamera hat ja die Sonderfunktion. Oh, voll ins Gesicht. Die Kamera hat ja die Sonderfunktion, dass Videos automatisch verlängert werden. Dadurch kommen natürlich interessantere Aufnahmen zustande, weil die Kamera immer dann, wenn das Tier irgendwas vor der Kamera weiterhin macht, auch die Videolänge verändert und weiterhin aufnimmt. Ich blende das jetzt nicht extra noch ein. Da gab es ein anderes Video. Die maximale Verlängerung, die Kamera machen kann, sind 3 Minuten. Allerdings entscheidet sie sich dann im mittleren Bewegungsmesserbereich. Nicht in der hohen Intensität oder in der niedrigen, sondern im mittleren Bereich. Das ist dann eher so. Ich würde sagen, ab Mardergröße, vielleicht ein bisschen mehr. Marder, wenn der sehr dicht vor der Kamera sich bewegt, reagiert sie immer noch. Wenn er 3, 4 Meter weit weg ist, reagiert sie nicht mehr. Lowlight-Test für die DJI Pocket 2. Also bei Lowlight ist der geil. Hat er bisher immer wieder bewiesen. So, was mache ich gerade? Ich stapfe hier durch den Wald, 2 Zentimeter hoch Schnee und grase gerade meine Wildkameras alle ab. Ich mache sozusagen mal wieder ein Wildkamera-Erntevideo. Da zeige ich dann nicht so viel, weil es gibt Leiter, Leute.
Es gibt leider Leute, die nach so einem Video gezielt Ausschau halten, um Wildkameras einzusacken. Oh, da leuchtet was. Ja. Die Dison. So, und dann gucken wir mal nach, was hier drauf ist. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt und die Glocke, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao. Euer Vari.